Hallo und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Animation Throwdown mit mir, dem Herrn Gleich. Kartenvorstellung und Kartenbewertung. So, jetzt ist es ein Kommentar von Alan Carlin. Was hältst du von Equestronaut-Kostüm ins Deck oder nicht? Bin noch nicht so gut. So, ich meine, das kann man immer, ist immer ein Stück weit auch abhängig von den eigenen Karten, aber trotz allem kann man ja mal eine allgemeine Bewertung raushauen und dann schauen. So, Equestronaut-Kostüm auf jeden Fall, wenn du noch am Anfang bist, ins Deck rein. Gerade bei dem Kostüm BGE lohnt sich das mit Sicherheit für dich. So, jetzt gucken wir mal hier, was haben wir denn da so am Start? Chris Griffin, Equestronaut-Kostüm. Gut. Dann haben wir Mission Control, Chris. Mit Hijack und Shears. Ja. Hier diese, mit dem Stewie ist es cool. Dann hast du Honey Mustache Stewie mit Krays, Durchstoßen der Mauer und mit Gas. Gehen wir mal hier runter auf diese Mythic-Version. Ist schon ziemlich stark. Mit einem Quagmire lohnt es sich nicht wirklich, weil der Quagmire wird dadurch schwächer. Also, das ist tatsächlich ernsthaft, ohne Scheiß, eine Combo, die sollte man nicht erforschen. Also, dann lieber, weil die Automatik macht das ja teilweise, also dass die dann sowas da auch mal zusammenstellt, wenn das möglich ist. Also dann hast du plötzlich beim Gegner rein theoretisch hier einen Baby-Quagmire, der auf einmal gar nichts mehr kann. Ne? Der hat dann noch viele Leben und das war's. Und wenn ich mir den Quagmire in der Mythic-Version vorher anschaue, da konnte der noch richtig viel und auch das Equestronauten-Kostüm kann relativ viel, aber der Baby-Quagmire kann gar nichts mehr. Da ist null. Nothing. Niente. Nada. So, also sprich, ehrlich, ohne Scheiß, beim Quagmire, das Ding auf keinen Fall erforschen. Damit eure Automatik das auch gar nicht erst spielen kann. So, dann haben wir Sister Peter. Ist ganz okay. Evil Stepsister mit Hijack, Durchstoßen der Mauer und mit Gas. Auf jeden Fall. Also das ist mit der McGriffin eine starke Combo, definitiv. Auch wenn ich von McGriffin nicht viel halte, aber die Combo ist stark. Lois Griffin haben wir hier. Postal Lois ist eine sehr defensive Combo. Auch wieder mit Bodyguard, Leech und mit Mauer. Brian in Disguise, ja. Jetzt kommen wir zu einer geilen Combo hier, die mit der Tina. Das ist Working Girl Tina mit Cripple All Gas und mit durchstoßender Mauer. Dann haben wir hier den Masked Hero. Momentan auch mit Sicherheit durch das Kostüm BGE ziemlich stark. Mauer, Punch und Schild. Ja, Guinea, Pick, Klaus mit Cheers, Cheer All mit einem Burger. Cat Stan mit Hijack und Cripple All ist ziemlich. Also, das Cripple All ist ziemlich gut, definitiv. Hijack natürlich auch. Goth Bullock, wow. 22-fach Cripple, 6, 38-fach. Ja, gut, das ist jetzt, weil die Mythic hier gemaxt ist, aber 38-fach Leech ist schon übel. 31-fach Revanche ebenfalls. Sexy Lifeguard, sehr defensiv, 21-fach Bodyguard, 20-fach Schild, durchstoßende Mauer. Dragon Costume geht mit Linda Welcher und mit Bob, ist auf jeden Fall auch gut durch das Gas und Hijack. Hier Burgers and Fries, Louise, mit Bombe und Gas, mit der Louise. Disco Hank, ist jetzt wieder relativ defensiv. Ist halt hier schade, also gerade beim Hank, ne? Ist jetzt kein Devil Hank oder sowas.
sondern es ist dieser Disco-Hank. Das gibt dem Ganzen einen faden Beigeschmack, wenn man weiß, wie stark ein Devil Hank ist, ne? Also Disco Dale, ja. Otis Bill ist eigentlich ganz gut. Hast hier Bodyguard motivieren und Durchstoßen der Mauer. Dann hast du hier Ghost Boomhauer beim Boomhauer mit Schild für alle, Durchstoßen der Mauer und mit Leech. Clown Bobby finde ich jetzt nicht ganz so toll. Selbst diese, also selbst das hier, selbst bei der Luann Blätter, und die Luann Blätter ist jetzt nicht wirklich eine Karte, die ich gerne haben möchte. Muss ich ehrlich sagen, also Luann Blätter interessiert mich mal null, zumindest bis jetzt. Aber Hottis Luann ist stark. 20-fach Punch, 25 Gas, 22-fach Cripple, das ist stark. Muss man echt so sagen. Also hier mit dem Equestronautenkostüm eine der stärksten Kombos. Dann haben wir den Disco-Bänder mit einer Mauer. Also mit Bänder, Mauer, Schild und Bombe. Ja, der, wenn der rauskommt, verliere ich. Muss ich ehrlich zugeben. Das Ding kann ich aktuell irgendwie, schaffe ich es nicht. Wenn der draußen ist, ist mein Match vorbei. Also das habe ich jetzt ein paar Mal gehabt und da konnte ich gar nichts mehr machen. Also das war irgendwie so der Summer Guy, 30-fach Burger, 24-fach Mauer, 30-fach Gas. Aber gut, das hat er dann nicht, wenn. Aber das ist, geht schon ziemlich stark in diese Richtung und das ist übel. Und dann haben wir hier eine, die spiele ich selbst sehr gerne. Aktuell. Weil die hat nicht nur hier das Kostüm, sondern die hat auch noch das Drogen-BG aktuell. Das ist die Klobberella. Die hat 17-fach Motivieren und 17-fach Craze. Hier in dem Fall. Dann haben wir die nächste Combo, die auch Drogen und Kostüm hat. Das ist der Captain Yesterday. Also auch sehr geil aktuell. Also da ist jetzt genau umgekehrt. Also momentan, aktuell in diesem BGE, in dieser BGE Combination. Wenn ich die Clobberella am Anfang setze oder hier den Captain Yesterday, gewinne ich eigentlich meine Matches mit einer glatten 100. Also da passiert dann echt nichts mehr. Die heilen sich dann auch wieder hoch. Dann haben wir hier den Hermes Conrad noch. Und Female Hermes. Ja, also auch Hermes jetzt nicht unbedingt eine tolle Charakter. Leggy, aber die Combo ist gut mit 24-fach Durchstoßen der Mauer mit Punch und mit Cripple. Also, ich hoffe, ich konnte dir ein bisschen helfen. Solltest gucken, je nachdem, welche Karten du im Deck hast. Auf keinen Fall, hatten wir ja vorhin gesagt, auf keinen Fall, wenn du einen Quagmire im Deck haben solltest, diese Combo erforschen. Tu es nicht. Stewie ist gut und so weiter und so fort. Also sind einige echt gute dabei. Es sind aber auch einige nicht ganz so tolle dabei. Also ist ein bisschen 50-50, sage ich mal. Kommt auf deine Charaktere drauf an, ob sich das Equestronautenkostüm für dich lohnt oder nicht. Ich gehe mal davon aus, dass es sich für dich lohnen wird, weil wenn du noch am Anfang bist, dann bist du froh für jede Legi, die du bekommst. So, also. Wenn es euch gefallen hat, lasst mal einen Daumen nach oben da, schreibt was in die Kommentare, abonniert den Kanal und schaltet das nächste Mal wieder ein, wenn es wieder heißt Animation Throwdown mit mir dem Herrn gleich. Haut rein, macht's gut, bis dann und tschüss.